Hallöchen Leute und willkommen zu unserer Saison mit Charles Leclerc im Ferrari. Es geht in eine kleine Mini-Season und das Ganze hier ist zusammengefasst, so dass wir Qualifying und Rennen in einer Folge haben, in einem Video haben und auch was die gesamte Gestaltung des Let's Plays angeht, wird es hier ein paar Kleinigkeiten geben, die wir etwas anpassen und während wir die McLaren-Pause jetzt für die nächsten etwa 3 Wochen in eine kurze Winterpause geschickt haben, werden wir versuchen, mit einem Ferrari, mit einem Rookie, wer die Formel 2 gesehen hat, der kennt Charles Leclerc auch bestens, hier um den WM-Titel mitzufahren. Und ich kann euch versprechen, das Ganze wird ziemlich spannend. Wir fahren auf 110, also auf der ultimativen Schwierigkeitsstufe. Und wir schauen direkt mal auf den Verlauf des Qualifyings. Das ist noch kurz nachkommentiert und dann geht es live mit dem Rennen weiter. In diesem erwarteten uns nämlich ziemlich schwierige Konditionen. Das Ganze ging los im starken Regen. Dabei mussten wir versuchen, das Fahrzeug auf der Strecke zu halten, was sich vor allem in den ersten 1-2 Runden als ziemlich schwierig erwies. Späterhin konnten wir allerdings die ersten Zeiten auf Heavy-Wet setzen. Während die erste Runde noch nicht so schnell war und uns lediglich den 6. Platz versprach, wobei wir direkt auf den 7. zurückgefallen waren, haben wir mit der 2. Runde sogar einen 3. Platz herausfahren können. Allerdings schien die Strecke abzutrocknen. Aus diesem Grund kam der Entschluss, schnell nochmal an die Box zu fahren und kurz mal die Reifen zu wechseln, einen Satz Intermediates auszupacken, um dann nochmal eine schnelle Runde zu versuchen. Und diese Entscheidung erwies sich als ziemlich korrekt. Viele Fahrzeuge kamen nochmal auf Intermediates raus und ich versuchte als letztes über die Linie zu fahren, um eine möglichst trockene Strecke zu erhalten. Und die schnelle Runde, die seht ihr hier. Während die erste Schikane noch nicht so viel Zeit versprach, haben wir hier in den nächsten nachfolgenden Kurven im ersten Sektor einen ordentlichen Zeitgewinn und können insgesamt etwa 8 Zehntel im Delta rausholen in Sektor 1. Auch im 2. Sektor konnten wir viel Zeit rausholen, aber mit einem Quersteher hier auf die Gerade hin haben wir ein wenig Zeit liegen lassen. Insgesamt 1,2 Sekunden im Delta. Wir sind 2 Zehntelsekunden schneller als Sergio Perez, aber wir sehen, Max Verstappen schlägt diese Zeit nochmal, aber wir verbessern uns durch die Schikane nochmal deutlich. Und jetzt kommt der kurvige letzte Abschnitt. In diesem kann man auch sehr, sehr viel Zeit rausholen, wenn die Streckenbedingungen sich deutlich verbessern. Und wir sind bei über 2 Sekunden Verbesserungspotenzial. Aber im Moment bleibt es etwa dabei. Lewis Hamilton vorne läuft währenddessen auf andere Fahrzeuge auf und kann nicht das volle Potenzial entfalten. Bottas mit einer superschnellen Runde und wir haben über 2 Sekunden im Delta, aber es wird nicht für Valtteri Bottas reichen, aber für eine deutliche Verbesserung. Und hier sehen wir jetzt die Startaufstellung. Ganz vorne haben wir nämlich Valtteri Bottas, dieser startet vor Max Verstappen hier zum ersten Rennen dieser Saison. Dahinter sind dann wir auf der 3 und Sergio Perez mit einem ziemlich beeindruckenden 4. Platz hinter uns. Dahinter Esteban Ocon und Nico Hülkenberg, Felipe Massa, Dani Kvyat, Magnussen und Palmer, Ricciardo vor Stroll, Alonso vor Stoffel van Dorn. Dahinter Lewis Hamilton bereits mit einer Strafe vor Sainz, Romain Grosjean vor Pascal Wehrlein. Dann Marcus Ericsson vor unserem Teamkollegen Sebastian Vettel und ich weiß nicht genau, wo die Strafen herkommen. Vielleicht versucht Vettel die Last-to-First-Season. Und wir schauen nochmal ganz kurz auf die Strategie. Ich habe den Renningenieur einfach mal auf Englisch gestellt. Wurde mir auch mal ein bisschen nahegelegt hier und da. Und ich habe mir gedacht, hey, warum denn nicht? Das kann man ja mal ganz gerne mal austesten. Und mal gucken, ja, wie harmoniert das Ganze. Außerdem, habe ich mir gedacht, Jeff, der kann sich mal ein bisschen Urlaub nehmen, das ist vielleicht ein bisschen atmosphärischer, weil jetzt fahren wir unter anderem auch einen internationalen Rennfahrer und so oder so spricht man ja eigentlich eher Englisch im Teamfunk, aber gucken wir mal einfach, wie das Ganze hier im Rennen ausschaut. Also Leute, ich würde sagen, das kann ein ziemlich schönes
Jährchen werden mit Ferrari. Das Ganze wird minimal zusammengeschnitten, aber legen wir erstmal los mit der Einführungsrunde und danach geht's direkt ins Rennen. Ja, von der McLaren. Okay, also am Anfang unterbricht er einen trotzdem ganz gerne mal. Ja, also ich bin es noch nicht so wirklich gewohnt, hier direkt bei der Einführungsrunde loszufahren, aber ich nutze die Einführungsrunde hier mal, um auch ein bisschen was einleitend zu sagen. Also wir fahren auf 110 KI-Schwierigkeit und ja, ich werde hin und wieder auch mal ein paar Schnitte setzen. Das Qualifying ist ein kurzes Qualifying. Dort mache ich einen kleinen Zusammenschnitt aus den Highlights, so quasi aus den besten Szenen, beziehungsweise aus dem Verlauf, wie denn der Qualifying-Verlauf ist. Und ansonsten schaue ich im Renntrim einfach mal, wie gerade die Spannung ist und werde dann entsprechend, wenn es wirklich 5 Runden oder so gibt, wo nichts los ist, da halt ein bisschen was kürzen. Aber grundsätzlich ist der Gedanke trotzdem noch, dass man ein ziemlich komplettes Rennerlebnis immer noch hat. Wir sind unterwegs mit Leclerc und der Name dürfte einigen Leuten, die auch Nachwuchsserien verfolgen, was sagen. Für all diejenigen, die ihn nicht kennen, es ist ein Ferrari-Nachwuchspilot, der sich jetzt vor allem in der Formel 2 unfassbar gut angestellt hat. Wer ein tolles Rennen von ihm sehen will, sollte sich auf jeden Fall Bahrain mal anschauen. Die Aufholjagd ist wirklich sensationell gut gewesen. Und ansonsten, ja, fahren wir in unserem ersten Qualifying direkt schon auf Platz 3 vor. Das ist eine ganz gute Position. Mit den Strafen für Lewis Hamilton und Sebastian Vettel können wir eventuell hier nochmal hoffen, vorne mit unterwegs zu sein und vielleicht sogar unseren ersten Podiumsplatz zu feiern. Das wäre auf jeden Fall schön, vor Perez zu bleiben, denn 110 mit der KI ist nicht unbedingt zu scherzen mit der 110er KI. Aber schauen wir einfach mal, was das Rennen so bringt. Also, los geht's und viel Spaß hier beim Saisonauftakt in Australien. Viel Spaß beim großen Preis von Australien, bei einer sehr, sehr schönen, hoffentlich schönen neuen Saison. Und das Ziel ist natürlich klar, Weltmeister werden. Ich habe die Untertitel eingeschaltet für die Leute, die kein Englisch entsprechen können oder nur bruchhaft. Okay, den Force India habe ich dann nicht mehr erwartet. Das hat jetzt natürlich Valtteri Bottas sehr in die Karten gespielt. Vor allem sind wir da sehr, sehr unschön aneinander geraten. Okay, direkt mal einen Pylon umgefahren, alles klar. Perez auf 3, wo ist Verstappen? Also Melbourne, nicht unbedingt meine stärkste Strecke. Häufig eine Strecke, wo ich mit etwas schwächeren Ergebnissen einsteige, vor allem weil man sich erstmal ans Fahrzeug gewöhnen muss. Das ist ebenfalls ein Aspekt, der dazukommt. Kann aber auf jeden Fall sagen, dass der Ferrari sich jetzt schon viel besser fahren lässt als der McLaren. Ja,
Bottas mit einem sehr, sehr guten Auftakt hier. Okay, es hat nicht lange gedauert, bis der erste McLaren Honda raus ist. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Und Sergio Perez immer noch super schnell unterwegs hier. So, Valtteri Bottas mit einer schnellsten Rennrunde. Okay, some information on Bottas. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Okay, Valtteri Bottas scheinbar mit Problemchen. Das ist unsere Chance, hier wieder ranzukommen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, beim Debüt nicht nur ein Podium holen zu können, sondern eventuell auch den Rennsieg. Eventuell ist aber nur das DRS zum Beispiel defekt. Kann auch sein. Er hat eindeutig ein Problem. Wir kommen viel zu schnell ran. Das Fahrzeug fährt sich aber auch wunderbar. Jetzt haben wir aber auch ein bisschen Momentum. 1:26,6. Wir fragen mal gleich nach der Rundenzeit des Teamkollegen, wobei der mitten im Feld feststecken dürfte. So, und ab der nächsten Runde könnte es DRS für uns geben. Und Bottas verbremst sich hier. Kommt weit raus und damit Sergio Perez hier auf der 2. Unglaublich. 1,1 Sekunden Rückstand vom Mexikaner. Der hält hier ziemlich gut mit aktuell.
Und jetzt kommen wir langsam aber sicher weg tatsächlich. Und Valtteri Bottas fällt immer weiter zurück. Aber die Sache ist sicher noch lange nicht gegessen. Okay, jetzt kommt nochmal die Bestätigung. Bottas hat Probleme mit dem Auto. Wir sind jetzt schon 8 Runden gefahren, wir sind in Runde 9 und Sergio Perez ist der einzige Pilot, der hier noch einigermaßen mithalten kann mit unserem Tempo. 3 Sekunden Rückstand hat der Mexikaner aktuell zu uns. Er hält sich ziemlich gut, er schlägt sich ziemlich wacker. Ich selbst nutze gerade hier diese Zeit, um etwas Benzin zu sparen fürs Ende des Rennens. Da kann man immer wieder auch mal natürlich schauen, dass man hier später ein bisschen mehr Power raushaut. Aber bis jetzt läuft das Ganze sogar ziemlich gut. Unser Teamkollege Sebastian Vettel kommt aber auch gut nach vorne. Status Teamkollege. Und Jolyon Palmer scheidet ebenfalls aus dem Rennen aus. Eieieiei. Und Sergio Perez, ja, ich dachte im Moment, er geht an die Box, aber noch nicht. 1:27.7. Wir bleiben zeitlich etwa in diesem Bereich. Und Sergio Perez verliert etwas Zeit pro Runde. Und die ersten Fahrzeuge gehen jetzt tatsächlich an die Box. Und hier passieren wir auch Jolyon Palmer. Lässt er das Fahrzeug abstellen? Wahrscheinlich ein Motorschaden. Und im zweiten Sektor war Sergio Perez etwas schneller. Ich hoffe, dass er etwas Sprit verbrannt hat, aber ich glaube tatsächlich, dass wir da eventuell auch ein bisschen langsamer waren im Moment. Der Ferrari fühlt sich halt echt ungewohnt weich an, muss ich sagen. Also vom McLaren zum Ferrari, das ist auf jeden Fall ein Riesenkomfort. Ein Komfort, der aber ein bisschen ungewohnt ist. Die Frage ist, ob wir tatsächlich Softs mitnehmen werden oder ob wir nicht vielleicht doch lieber bis beispielsweise Runde 16 durchfahren und dann auf Ultrasofts wechseln. So, jetzt schauen wir auch nochmal auf den Abstand zu Sergio Perez. Im Moment steht unserem Debütsieg hier nicht viel im Weg. Perez hat hier eine ziemlich ordentliche Pace. Und wir müssen da gut timen, dass er da bloß keinen Undercut schafft, aber ich hoffe, das gelingt uns einfach mal. Bisschen abgekürzt.
Boxenstopp-Fenster ist offen. Wir haben 5,7 Sekunden Vorsprung und ich gehe stark davon aus, dass Sergio Perez hier in dieser Runde schon reinkommen dürfte. Bottas hält sich immer noch auf dem dritten Platz, hat aber hier einen riesigen Rückstand und hält aktuell viele Piloten auf. Das könnte natürlich auch für uns ein Problem werden, dass wir da irgendwo stecken bleiben im Feld. Allein aus diesem Grund schon werde ich nicht so früh an die Box fahren. Fragen wir nach unserem Teamkollegen. Status Teamkollege. Sebastian ist currently in P9. Our gap to our teammate is 24.3 seconds. They're on old super softs. The time last lap was a 1 minute 26.9. Okay, ziemlich gute Runden, die Sebastian Vettel dort fährt. Und die Jungs sind zwar für mich bereit, aber ich glaube nicht, dass ich an die Box fahren werde. Und Ocon ist jetzt schon Dritter. Währenddessen geht Sergio Perez nun an die Box. Ich merke so ein bisschen, dass das Fahrzeug in den schnellen Kurven doch etwas instabil wird. Ach du liebes bisschen. Sebastian Vettel jetzt auf der 4. Ein 27.8. Für die Anzahl an gefahrenen Runden ist das eine okaye Zeit. 48% hinten links. Wir könnten 21 Runden fahren mit diesem Reifensatz, werden wir aber nicht tun. Sebastian ist in the pits. Ich wüsste gerne den Abstand hier zu Sergio Perez. Sekunden aktuell. Da bin ich jetzt mal auf die Zeiten von ihm gespannt. Remember, box this lap. Keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach and make sure you don't speed. Okay, die Reifen fühlen sich schon nicht mehr so schön an. Felipe Massa jetzt auf Ultrasoft-Reifen Dritter hier. Dani Kwiat ist ebenfalls dort. Und es gibt eine Wettervorhersage. In 10 bis 15 Minuten soll es nun regnen. Du liebes bisschen. Und währenddessen kommt Sergio Perez hier etwas näher.
die Reifen fühlen sich echt nicht so toll an. Daniel Ricciardo aus dem Rennen. Gut, und jetzt geht's ab an die Box. Kommt schon, Jungs. Das sieht ganz gut aus, tatsächlich. Okay, you only have to stop once now. One stop left. Das glaube ich eher weniger, mein Lieber. Heißt der auch Jeff eigentlich? Ui. Wetterbericht. Auf jeden Fall noch im Renngeschehen sein. Sergio Perez auf 3 Sekunden rangekommen, aber die Strategie hat schon mal ganz gut funktioniert. Es ist natürlich ein etwas begünstigtes erstes Rennen hier, dass wir hier durch etwas Pech bei Bottas und bei den anderen Piloten so gut vorne weg sind, aber hier auch noch nicht entschieden. Perez im zweiten Sektor, auch wenn wir Ultrasofts haben, ein bisschen schneller. Wenn es anfängt zu regnen, dann wissen wir, dass die KI zur Stelle ist. Sebastian Vettel erneut mit einer schnellsten Rennrunde. Mal schauen, ob wir drunter kommen. Wahnsinn, die Beschleunigung hier. Da sind wir schon etwas schneller. Lewis Hamilton aktuell auf dem 3. Platz jetzt. Mit dem regulären Rennverlauf hätten wir nichts zu befürchten, aber der Regen, der kann noch kommen. Mal schauen, ob es ihn geben wird. So, nun stehen die ersten Überrundungen an. 1:25.6 fahren wir hier. Und wir tun das, was in F1 2017
noch nicht möglich war für uns, nämlich Fahrzeuge überrunden oder nicht im regulären Rennverlauf. Der Abstand zu Perez mittlerweile bei 11,6 Sekunden. Das ist relativ gemütlich. Der Regen, der soll sich auch etwas verzögern. Und Lewis Hamilton halten wir hier gut. Und Hamilton halten wir auch gut auf Distanz. Aber jetzt fängt der Regen in etwa 5 Minuten an. Und das ist nicht unbedingt das Schönste, was man hören will als Führender. Dass es da nochmal Probleme bei einem sicher geglaubten Sieg geben könnte. Aber wir wollen ein bisschen mehr Sprit verbrennen, damit wir hier schnell... damit wir schnell viel Überschuss loswerden, nicht zu schwer sind, aber dabei auch gleichzeitig eventuell das Magergemisch etwas häufiger verwenden können. So, 5 Minuten bis zum Regen und 5 Runden haben wir gleich noch übrig. Also noch definitiv über 5 Minuten Renndistanz. Das kann lustig werden. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich angenehmes erstes Rennen. Das fühlt sich gut an. Status Teamkollege. Sebastian sat in P4 at the moment. So the gap to our teammate is 25.0 seconds. They're on all softs. The time last lap was a 1:25.8. Ja, und über die Strategie gesehen sind wir sogar etwa so schnell wie Sebastian Vettel. Und das auf einer Strecke, auf der ich eigentlich noch mich selbst nicht unbedingt als guten Fahrer sehe. Und nichtsdestotrotz funktioniert das bis jetzt ganz gut. Eriksson, bitte lass dir noch Zeit bis nach der Schikane hier. Und jetzt kannst du mir gerne Platz machen. Ach du liebes bisschen. Kurz auch nochmal aufs Gras gekommen hier mit dem linken Reifen. Meine Güte. Und auch da nochmal ein bisschen zu weit rausgekommen. So, jetzt nochmal Konzentration für die letzten 4 Runden. Und Sergio Perez hat hier aktuell 12,7 Sekunden Rückstand. Das heißt, er hat den Abstand sogar etwa gleich gehalten in den letzten Runden. Aber er dürfte auch im Moment die etwas besseren Reifen haben. Die Leute hinter uns fahren zwar allesamt jetzt auf Softs, aber... unsere Supersofts, unsere Ultrasofts, sorry. Die sind nur anfangs schneller. Später gleicht sich das Tempo an. Und ab einem gewissen Punkt sind vielleicht sogar die härteren Reifen etwas flotter unterwegs. Der Regen ist noch nicht eingetroffen. Zum Glück, kann ich da nur sagen. Okay, jetzt dreht Hamilton richtig auf hier. 15,9 Sekunden zu Perez. Wetterbericht. Sorry, we can't provide you with a
Der Regen könnte also jede Sekunde eintreffen. Jetzt fängt es wirklich an zu regnen. Tatsächlich, auf dem Fahrzeug sind die ersten Regentropfen zu erkennen. Es wird auf jeden Fall ein bisschen rutschiger auf der Strecke. Ganz gefährliche Strecke, da kann man sein Fahrzeug sehr, sehr leicht an der Mauer parken. Aber der Regen ist spät genug gekommen, als dass er uns nicht allzu gefährlich wird. 10 Sekunden der Rückstand von Perez. Das heißt, die Leute hinter uns, die kommen auf jeden Fall noch mal näher ran. Aber das ist der letzte Sektor jetzt für uns, für Charles Leclerc, hier zu einem Auftaktsieg. Und ich hätte nicht daran geglaubt. 110 KI-Stärke und wir schaffen es hier auf Anhieb, um den Sieg mitzufahren und holen den Sieg auch insgesamt. GG, well played, Leclerc. Absolutely fantastic. It's a brilliant result. Well done. Beim Debütrennen hier direkt auch schon einen Sieg erzielt. Ja, wenn das Talent bei Ferrari dann wirklich so zündet, dann steht einem weiteren Weltmeister, einem weiteren künftigen Weltmeister nichts mehr im Weg. Aber man möchte nach einem Rennen natürlich noch nichts hier herbeibeschwören. Die Chance ist aber auf jeden Fall da. Und Sergio Perez auch wunderbar gefahren hier. Bis zum Schluss den zweiten Platz noch gehalten. Und mich würde interessieren, wo Valtteri Bottas mit seinen Problemen gelandet ist. Sebastian Vettel auf der 4. Auch eine sehr, sehr starke Leistung. Ich glaube, er ist vom letzten Startplatz aus losgefahren. Ja Leute, und hier haben wir die Abstände zu den anderen Fahrzeugen. Am Ende haben wir nochmal ein wenig was abreißen lassen zu Sebastian Vettel. Von 20 auf 4 ging es für unseren Teamkollegen. Hammermäßig gute Leistung von Hamilton, ebenfalls ziemlich gut. Aber ich glaube, Vettel war insgesamt dann doch etwas schneller. Vielleicht liegt es am Auto, vielleicht am Fahrer, wer weiß. Und ja, Hamilton von 15 auf 3, Sergio Perez von 4 auf 2, auch das ein sehr, sehr starker Schritt. Und die beiden, die in der ersten Startreihe losgefahren sind, Valtteri Bottas und Max Verstappen, konnten beide nicht im Rennverlauf die Pace umsetzen, die sie hier im Qualifying zumindest hatten. Und auch die schnellste Runde von Valtteri Bottas sagt aus, da war nicht viel mehr Luft nach oben und vor allem die von Max Verstappen, die spricht eine sehr viel deutlichere Sprache. Dieser ist hinter Nico Hülkenberg im Ziel angekommen. Auf Platz 8, auf 9 haben wir Magnussen und auf 10 haben wir Carlos Sainz und Force India hier mit Platz 2 und 6, das ist wunderbar gelaufen für die. Drei Fahrzeuge sind nicht im Ziel, Daniel Ricciardo, Jean-Leon Palmer und Fernando Alonso, wer hätte es gedacht, aber gut, das war ein ziemlich interessanter Auftakt und ich würde sagen, wir können dann auch mal gleich auf die Rangliste gucken und da mal schauen, wie die Gesamtwertung denn aussieht. Natürlich führen wir mit dem Auftaktsieg, mit unserem Debütsieg auch die Gesamtwertung an, aber wie sieht es denn in der KWM aus? Dort haben wir Ferrari aktuell 11 Punkte vor Force India, ein weiteres Pünktchen dahinter, dann Mercedes und dann wird die Lücke doch schon ziemlich groß. Ein 7. Platz, ich glaube an Nico Hülkenberg, ging dann an Renault. Dann haben wir Max Verstappen dahinter.
Dahinter, glaube ich, Kevin Magnussen mit 2 Pünktchen. Und es müsste wahrscheinlich Carlos Sainz gewesen sein, der da noch einen Punkt für Toro Rosso geholt hat. Ja, Leute, ein ziemlich starker Auftakt, wie ich finde. Und ja, das Ganze lief doch schon ziemlich, ziemlich gut. Ihr könnt mir auch gern euer Feedback in die Kommentare posten, wie ihr das Format in dieser Form findet. Ich werde mal schauen, wie ich das mit den Schnitten gemacht habe und so weiter und so fort. Auch etwas schönere Übergänge habe ich mir da überlegt. Und grundsätzlich, ja, was ist denn da eure Ansicht so? Ansonsten kann ich euch versprechen, das hier wird nicht immer so laufen. Wir werden nicht immer einen dominanten Sieg hier einfahren, denn das wurde schon ziemlich, ziemlich begünstigt dadurch, dass 2 Fahrzeuge vorne sehr, sehr große Probleme hatten. Und 2 Fahrzeuge mit Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, ja, ganz hinten gestartet sind. Ich glaube auch Daniel Ricciardo hat da keine gute Startposition gehabt. Der ist von 11 losgefahren. Der hätte ebenfalls noch eine Rolle um den Sieg spielen können. Aber man kann festhalten, die Pace des Fahrzeugs ist da. Das Fahrzeug fühlt sich ziemlich gut an. In schnellen Kurven vielleicht nicht ganz so gut wie der Mercedes oder wie auch andere Online-Fahrzeuge beispielsweise. Die Megacorp fahren wir ja mit ausgeglichenen Fahrzeugstärken und da, finde ich, fühlt sich das Auto ein bisschen besser an, aber ich glaube, das hat auch das Handling-Modell vom Mercedes größtenteils. Ja, ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Seid auch gern beim nächsten Mal dabei, wenn es mit Charles Leclerc an den Start geht. Und dann machen wir weiter beim zweiten Rennen und gucken, ob wir die WM-Führung verteidigen können oder nicht und was der große Überraschungskandidat Force India denn so anstellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein!